Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer BenCake28, Total War Warhammer 2 von Creative Simply. Wir spielen immer noch die Lizardmen, die Seraphon, die Echsen, Menschen. Dass wir alles vom Menschlichen wissen, wir Homo Sapiens. Furchtbar, aber sonst kommen wir mit unserem Alltag nicht klar. Gut, dann, wie war das denn? Die sind weggezogen, ich habe euch eine Questschlacht angekündigt. Ja, ich erinnere mich wieder. Ja, zwei Folgen hintereinander. Keine einzige Schlacht auf Kanal BenCake28. Ich bin ja schon froh, dass mir nicht die ganzen Abonnenten weggebrochen sind. Wegen dieser Langeweile und Tristesse, die ich euch biete. Aber ich verspreche euch, klar greifen die jetzt an. Ich konnte nicht widerstehen, die KI. Ich verspreche euch, ich gelobe der Besserung. Wie immer. Oh, das muss ich schneller machen. Da haben wir doch ein bisschen viel Zeit verloren, als Karras the Carrick dran war, ein Riesenreich. Deswegen hier wieder langsam bitte. Da will ich wieder sehen, was passiert. Die haben jetzt übers Reich eingenommen. Sorry for that, dass es immer so lange gedauert hat bei der einen oder anderen Folge. Diese Begeisterung der KI zuzugucken, das ist aber auch so ein Nerd-Ding von mir. Okay, da ist das Chaos. Die greifen die Silberfeste an. Interessant, wo die Orks drin sind. Dumme Idee, sich mit den Orks anzulegen. Nicht, weil sie die nicht schlagen könnten, sondern weil sie sich in der Situation die lieber auf ihrer Seite sehen sollten. Aber das ist halt das Chaos. Die wollen einfach nur zerstören, ohne irgendein bisschen Gehirn. So. Gut, das hätten wir geklärt. Ja, ist ja okay. Oh Gott im Himmel. Ja, ist ja okay. Überall Aufstände und Dings und wegen... Ja, was weiß denn ich. So. Automatisch. Eigentlich dürfte man da gar keinen verlieren. Ein Banner hat er bekommen. Ein erstes Banner. Gesegnetes Totem. Ein Angriffsbonus von 25%. So. Grokka ist ein Abenteurer. Bewegungsreichweite auf der Kampagne. Verschleißt durch jeglichen Verschleiß und perfekte Vitalität. Hat viele Schlachten weit von der Hauptstadt entfernt gefochten. Wow. Meine Güte, jetzt kriege ich wieder so viele von diesen Anhängern um die Ohren geschmissen. Die ganze Zeit habe ich nicht wirklich was bekommen. Und dann so mir nichts, dir nichts, ravelst da in der Kiste. So, ich sollte auch mal ein bisschen was für die militärischen Sachen machen. Wir haben Plänkler noch, nein. Flinke Terradons, nein. Heilige Wachen, ja. Anführer der Wagd, das haben wir aber nicht so viel gerade. Die sind beide gut, dann Heilige Wachen. Ach ja. Diese eine mit dem Kampagnensichtfeld. Warum kann ich dem keinen dieser Einheiten zuordnen? Ach, es ist so krrr. Nee, Lopez, obwohl, na ja, doch, nee, dann kann der Lopez den auch nicht haben. Ja, in welcher Held kann den haben? So ein Kriegsherr dann nur. Das sollte irgendwie dabei stehen, für welche Helden die gut sind. Da muss ich ja nicht jedes Mal durchgucken, wie so ein Blöder. Oh, Leute, ehrlich. Nee, das gibt's doch alles nicht. Ist anstrengend mit mir. Ich will aber manchmal Dinge rausfinden, wisst ihr? Das ist einfach, ich bin nicht ein bisschen komisch. So. Jedes Mal gucke ich da auch durch. Jedes Mal. Es ist wirklich, wirklich zurzeit anstrengend mit dem Pancake. Und das und das und das. Korruption bereinigen. So, dann der Kollege hier. Noch unbezwingbarer. Jetzt haben wir leicht Truppen verloren. Ein paar Mann. Auf geht's. Ich hab's.
kostet mich Geld, obwohl ich weiß, dass da drin Skaven sind. Okay, dann machen wir das natürlich nicht. Aber ich will wissen, wo die sind. Gorismi ist so geil. Guck mal, hier ein neues Auto. Ist das nicht cool? Da muss ich jetzt nicht mehr zu Fuß unterwegs sein. Ist ja so, dass er mit dem reist, dann steigt er von seinem Bonzenkarren ab. Der hat sich den auch verdient, der Algorithmi, ne? Das hast du dir verdient, Algorithmi, falls du das siehst, ja? Ich meine, guck dir mal dieses Teil an, ne? Mit vergoldet und sowas. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen in dieser Gesellschaft, wenn man sich auch mal diese Gesellschaft vorstellt, was für einen Rang der oder Hackordnung der hat, wenn er so ein Gerät hat, ne? Das ist unfassbar. Also, das ist schon wirklich ein sehr beeindruckender Attentäter. So. Das lassen wir mal. Einen Kommandant hätten wir angeblich nicht bewegt. Das stimmt auch. Wir haben auch den Lopez nicht bewegt. Ich bin echt irgendwie gerade ein bisschen faul geworden in den letzten Folgen. Langsam und gemütlich. Vielleicht habe ich zu viel dieses Lands angeklickt. Kommt euch das auch so vor? Ja, also, dass ihr dann, oder geht es euch auch so, wenn ihr zu viel mit Lands spielt, dass ihr dann irgendwann so ein bisschen müde und träge werdet? Naja, vielleicht bin ich auch zu tief im Roleplay drin. Wer weiß, wer weiß. Wer wird es schon wissen? Apropos, wer wird es schon wissen? Ja. Wieso bewegst du dich denn jetzt nicht? Du sollst dich bewegen. Ah ja, ich habe auf die falsche Taste geklickt. Ich weiß, welche Taste ich da auch erwischt habe. Level 30, gibt es denn was noch Schönes? Der Vernichter von Lustria. Autsch. Und der Donnernde. Mhm. Okay, alles klar. Eine neue Forschung ist verfügbar. Wie wunderhübsch, wie wunderschön. Das ist übrigens sehr gut, dass wir die Geschossresistenz und die Rüstung noch für unsere Saurüssel bekommen haben. Und jetzt haben wir die Sequenz der geehrten Wächter. Waffenstärke für die Tempelwächter und nochmal Rüstung für die Tempelwächter. Immer her mit dem Kruscht. So, dann haben wir noch eine Siedlungsverbesserung verfügbar. Das könnte ich mir sogar überlegen. Da kriegen wir gleich einen Aufstand. Okay, wie sieht es da aus? Okay, da mache ich mir nur um das ein bisschen Sorgen, wegen den ganzen Kriegszuständen. Ne? Passt aber auch übrigens ganz gut. Es gibt ein paar Sachen, die macht das Spiel halt gut, auch wenn der Malus im Spiel so eklatant ist, ne, für die öffentliche Ordnung. Aber hier kommt es jetzt zu Krieg, zu Aufständen, Bestien, Skaven kommen hierher und dann ist die öffentliche Ordnung auch wirklich dann komplett im Keller. Und dann sagt man, böse Regierung, der Krogar, der kriegt hier gar nichts hin, ja. Und dann, ja, wird der halt natürlich ein bisschen diffamiert, der Typ. So, das bauen wir jetzt einfach aus, einfach weil ich das möchte. So, was haben wir hier nochmal? Achso, das habe ich ja gebaut hier. Dann heben wir uns, glaube ich, die restliche Kohle auf. Wir haben das alles gemacht. Die Rebellion steht bevor, das habe ich gesehen. Und dann möchte ich das ihn hier kurz in den Blick haben. Und zack, Runde beenden. Und verspreche euch auch wieder, die Zwerge ein bisschen schneller durchlaufen zu lassen. Versprochen, versprochen, versprochen. Der Clan Eshin, da will ich aber genau sehen, was er treibt. Okay, wir haben eine Ork-Rebellion. Also unsere Ork-Sklaven haben sich jetzt hier erhoben. Und die Ratten ziehen sich von ihrer Belagerung schon wieder zurück, als sie entdeckten, was ihnen da blüht. Ich brauche eine defensive Armee, auf jeden Fall, die solche Sachen wegkloppt, solange es Clan Eshin noch gibt. Ich glaube, dass wir die richtige Taktik jetzt gewählt haben. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben nur eine gewisse begrenzte Anzahl an Einheiten, die wir haben können. Und die KI wesentlich mehr. Und wenn du dann auch noch die Skaven als Gegner hast, dann erst recht. Beinahe ließ vergessen, die dreifache Geschwindigkeit, weil ich mich immer so gerne selbst reden höre. La la la, von Karstein, mach schon hinne. Toll, dass es auch gedeckelt worden ist mit den Helden. Es war ja ein kompletter Albtraum, als damals die Karte mit Helden geflutet worden ist und die KI so viel Zeit zum Berechnen brauchte. Das war so krass. Erinnere ich mich noch dran. Ganz in der Anfangszeit war das von dem Spiel. Und ich möchte auch manchmal, wenn ich jemand Kritik äußere, ne, ganz klarer Fall, das kämpfe ich jetzt übrigens auch, ist es immer noch eines der besten Spiele, die es gibt da draußen im Strategiebereich. Meistens meckere ich auf allerhöchstem Niveau. So, diesmal, also ich würde sagen, wenn ich automatisch klicke, gewinne ich das.
Aber ich habe euch Schlachten versprochen und es gibt sie auch wieder. Auch wenn es hier nur eine kleine Schlacht ist. Aber die Schattengor-Kriegsherde, da bin ich ein bisschen sauer auf die Jungs. Problem sind tatsächlich, dass die halt hier mit 3 Zigor anrücken und sogar noch Minotauren haben. Das muss ich jetzt echt gut ausspielen. Ich muss wissen, wie der Gegner sich aufstellt und ich hoffe, dass ich eine gute Strategie wähle. Erinnert mich so ein bisschen jetzt an meine Liga. Ach, die sieht man ja wieder nicht. Oh, das ist so... Planänderungen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die stehen. Die Minotauren haben sich dort und dort aufgestellt. Okay. Gut, dass ich das sehe, wie sie stehen. Grogigamundi. Ah, so ist es. Goreslos. Ich müsste die eigentlich mit den Fliegen... Das finde ich etwas, was verbessert werden müsste aus meiner Sicht. Dass wenn du Flieger hast, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, es aufzudecken. Vielleicht ist das auch so und ich weiß es nur nicht. Das kann auch durchaus so sein. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare packen, ob ihr auch da auch gleicher Meinung seid. Weil eigentlich müssen ja die Flieger das aufdecken können. Ne? Das ist schon... Also ich finde schon schade, wenn dem nicht so ist. Irgendwie. Weiß nicht. Die haben die ganz schön aufs Korn genommen schon. Ich muss jetzt überlegen, wie ich am klügsten angreife. Also ihr seht halt hier auch die Steine, die da reingepfeffert werden. Ne? Die sind ganz schön übel. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, den mit diesen Speeren zu bewerfen. Und hier, wo sind denn die Minotauren? Hier, da, ihr habt Bonus gegen große Feinde. Dann checkt ihr rüber. Ihr nehmt euch diesen Menschenreiser da auseinander. Ihr nehmt die Ungor-Sperrkämpferherde aufs Korn. Ich glaube, mit denen gehen wir tatsächlich auf die da mal los. Und ihr macht mir die da platt. Und es kann nicht sein, dass ihr von Minotauren eingeholt werdet. Okay, die haben eigentlich schon genug, komm. Und kann ich
Hier habe ich mich für Nahkampfangriff jetzt doch entschieden. Okay, hoffentlich hegen meine Terraner uns auch nochmal irgendwann ab. Dass unsere Speerkämpfer da versagen, verstehe ich nicht. Hopp, ran jetzt. Gewinnen wir nicht. Schade. Ich habe echt gedacht, wir haben eine Chance diesmal. Nee. Schade. Ich habe echt gedacht, das können wir wuppen. Mist, nächste Stadt weg. Im Norden. Nervt. Das nervt, Leute. Das nervt wirklich. Wenn man sieht, wie viel von unseren Männern noch übrig waren, sieht ihr halt, was sehr schwer mit einem macht. Ne? Gut, wir haben ihn Minotauren weggenommen. Ja, aber ich weiß nicht, normalerweise müssten, ja gut, Meister waren es, ging es halt durch die Flucht und weitere Fluchten, dann kommt es irgendwann zur Massenpanik, aber es ist halt auch sehr schwer, jetzt kommt sie auch nochmal schneller. Diese, ja, Flink-Mappen, ja, flinke Deppen waren das. So, dann haben wir das aber immerhin eine Einheit von seinen Minotauren, wurde dann doch in unsere Speerträger zerlegt und der Nebelberg ist jetzt auch draufgegangen. Es ist so ärgerlich, Leute. Ich hätte hier auf dem Kurs bleiben sollen, konnte man ja nicht ahnen. Renn dann darüber mit meinem Muscletorf, ja. Ich habe das halt wirklich vergessen, dass man das ja nachgucken kann. Also, dass man das sieht, dass das jetzt eine Beastman-Ruine ist oder halt eine normale Ruine in Anführungszeichen. So, da heilen die jetzt auch schon wieder brav. Dann haben wir das schon mal. Dahenauin Sigal. Timnikar. Saralzi. So. Tschüss. Also das ist auch wirklich viel zu lahm, ne? Was zu zeigen. Nämlich die Erfahrung für die Einheiten. Ja, das senkt die Haut der Kampfechse, Führerschaft selber gesenkt. Aha. Der Geist ist etwas benebelt davon. Schmaus der Krähen. So ein mächtiger Zauber von der KI. Nicht ausgewählt. Das versteht auch wirklich niemand. Autsch, der geht schon. Das ist natürlich mächtig. Aber mache ich nicht. Nicht bei der Armee. Der kriegt noch ein bisschen mehr Trash in die Dash. So, dann haben wir das. Lopez immer noch auf seinem epischen Quest. Ich finde es cool, ganz schön weit gereist schon. Sozusagen erreicht jetzt von Südamerika nach Europa. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So. Aha. Hallo, neu aufgestellte Armee. Wo ist der Rest eurer Rasselbande? Was kann ich denn mit denen machen? Verstärkung behindern, das ist etwas, was wir nicht benötigen. Hast du einen Held drin? Nein, Krieg. Du hast keinen Held drin. Dann will ich mal gucken, wie ich jetzt hier hingehe. Taps, 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 taps. Aha. Hier haben sie sich also nicht verkrochen, diese Feiglinge. Schock-Tock, jawohl, Schock-Tock. So, dann
Drachenhornminen. Wieso sagt man, das Spiel ist 50-50? Ich muss jetzt abwägen zwischen der Questschlacht und dem Base Run gegen die. Ja, komm, Leute, eigentlich ist es selbsterklärend. Ich muss den kleinen Ashen loswerden. Vorher können wir die Questschlacht nicht machen. Oder ihn so weit schwächen, dass ich mich safe fühle. Oh, spiele schon wieder diese Festung mit der Schwachstelle. Muss das sein? Aber diesmal sind es keine Skinks. Diesmal ist es unsere Hauptarmee. Und da habe ich euch eine Menge zu zeigen. Eine Menge coole Einheiten, die ich euch auf keinen Fall noch nicht gezeigt, die ich auf keinen Fall euch gezeigt habe. Und da wird es jetzt höchste Eisenbahn, dass ihr die auch mal seht. Weil die hat ja schon ziemlich viel Einsatzzeit und ganz schön viele Skaven gegessen. Und jetzt geht's nochmal zu Tisch. Und ja, danke Spiel, dass du die immer auf diese Seite machst. Aufstellung starten. Und dann wollen wir mal loslegen mit dem Zeigen dieser Einheiten. Und zwar zunächst einmal. Gut, ist halt das Gleiche. Er hat hier noch Typen drauf, seht ihr, ne? Also noch einen größeren Status. Unser Raoul, der ist wirklich schon lange, lange ein super Typ. Hier, dass ihr das auch mal gesehen habt. Die Jungs sind ein bisschen verzaubert. Oder haben verzauberte Waffen, ne? Auch geile Typen. Dann die Jungs hier. Völlig krank, Leute. Die Kohorte von Waddle. Und den Rest braucht ihr jetzt erstmal nicht zu sehen. So, Attacke. Geht wie? Attacke geht einfach hier. Und zwar folgendes dann. Eins. Und zwei. Sonnenmaschine, ne? Ah ja. Okay. Dann wollen wir mal zur fröhlichen Attacke übergehen. Lalelu. Nur der Bencake schaut zu. So, wie verstümmeln wir diese Viecher am besten? Ich habe die schon so lange nicht mehr gespielt, also so effektiv gespielt, dass ich schon echt überlegen muss, wie ich am besten vorgehe. Ich denke mal, dass es so passt. Los geht's. Lustiges Durcheinander. Schön Magie pumpen, mein Freund. So, wir haben doch da ein paar lustige Fähigkeiten.
Ich glaube, hat er jetzt nicht gecastet oder castet er denn noch? Dachte ich mir doch, dass die das nicht vertragen. Wäre der weggegangen. Die bleiben da schön stehen und lassen sich töten. Von mir aus. Sollen sie machen? Ich hab damit kein Problem. Schwach. So, die Tore wurden schon zerstört. Wo wurden sie zerstört? Hier wurden sie zerstört. Dann hinein in die gute Stube mit euch. 1, 2, 3, 4, 5. Lalelu. Hinein. Das ist die falsche Richtung, Croxigore. Ihr müsst da lang. Ja, genau, da, wo der Anführer reingegangen ist. Nicht offen. Ach, jetzt komm, jetzt helf ihm doch mal. Ja, geh, Fräschen. Ja, lecker. Ja, lecker, Skaven. Ja, schmeckt gut, hä? Ah, die sind's auch durch. Hopp, schieß schon. Schieß schon. Schieß. Ja, gebratene Ratte. Jawohl, da kommt die Sonnenmaschine der Götter. Yeah. Oh, brennt die sich da durch, ist das übel. Sorry. Findet jemand hier lustig. So, dann den einmal durch, bitte. Dann haben wir hier dich, dich, dich und dich. Ihr steht hier rum, wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Ja, dann bitte einmal hier hinein. Guten Tag. Harmonische Konvergenz, übrigens ein sehr nicer Zauber. Sehr useful. Doch, drückt euch da mal durch. Ihr könnt doch nicht alles eure Anführer machen lassen hier. Schämt euch. Ja, komm, ein bisschen Bewegung da oben reinbringen in die Kiste. Ja, hopp, umstellen. Und da auch nicht einfach rumstehen. Meine Güte, ein bisschen Warpstein-Magie, bitte. Jawohl. So, die sind jetzt erfolgreich da oben. Dann geht ihr mal erfolgreich da runter. Genauso wie ihr. Besucht die mal. Rein in die Bude, nicht da so rum. Nicht so schüchtern, Leute. Meine Güte. Dass man den alles 8-mal sagen muss in dem Spiel. Es ist so geil. Es macht so wenig Spaß, echt. Ich kann so einen Schmotter auch schießen. Oh.
Ach ja. Diese Belagerungsschlachten, ne? So eine offene Feldschlacht hätte ich natürlich besser gefunden. Also ich hätte eine offene Feldschlacht besser gefunden. Ich gebe es einfach mal zu, ne? Weil das halt einfach so ist. Ja, cool, die haben ja noch ein paar Spezialfähigkeiten, die ich komplett vergessen habe. Ja, helft denen mal. Und ihr macht jetzt ein Surprise-Manöver. Also, wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch ruhig weiter angreifen. Ihr müsst euch jetzt aber auch nicht zu sehr anstrengen. Wäre ja auch jetzt merkwürdig, wenn ihr plötzlich ganz motiviert und selbstständig loslegt und sagt, okay, hey, das findet man eine gute Idee. Hör auf, rumzurandalieren. Was haben wir denn hier? Ach, wegen den Rattenogern macht ihr so ein Geschiss. Ja, dann macht sie halt platt, die Rattenoger. Was können die euch schon? Ja, komm, geh darüber. Was auch ich wohl zaubern soll. Jede Sekunde, die ich vergesse, keine Angriffsbefehle zu geben, ist es schlimmer. Hier drauf macht sie einfach platt. Achso, die Rattenuhrer wollen noch besiegt werden. Okay. Habt ihr wenigstens hier oben in die Schleudere gewonnen? Das ist ja faszinierend. So, dann kommt jetzt, Leute. Das muss echt nicht sein. Und ihnen, ja, euch habe ich auch gesagt, durchlaufen bis dahinter. Oh Gott, das sind halt einfach nur Dinos, ne? So, dann kommt schon. Da ist was zum Attackieren. Ich mein's schon ernst. Mein Gott, ich habe auch keinen Bock, gegen Skaven zu kämpfen. Ja, mach einfach mal da ein Kettenblitz in die Hoffnung, dass da ein paar erwischt werden. Das ist anstrengend. Ja? Könnte vielleicht einfach die KI so nett sein und dem Gegner einen Armilos reindrücken? Bitte. Wir sind hier eigentlich fertig. 50-50, Leute, hat das angezeigt. Ihr habt selbst gesehen. 50-50. Wo sind denn die Saurus, die ich da hinten... Ah ja. Komm, geh mal durch jetzt. Vielleicht schaffst du diesen Befehl zu verstehen. Das wäre total überraschend, aber es wäre auch irgendwie cool. Warum stehst denn du hier faul rum? Guck mal, da hinten gibt's Fresschen. Hol dir mal Fresschen jetzt da. Meine Güte, ich nehme. Diese Befehlsverweigerung. Unglaublich. Sogar der eigene Anführer hat keinen Bock mehr. Da weißt du dann eigentlich Bescheid, ne? Komm schon, KI, gib den Armilos. Das ist so unnötig, dieses Gefecht noch. Danke. Es ist nicht so, dass die uns nichts abgezogen haben, ne? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Man kann es auch besser vielleicht spielen. Guck mal gerade die Killzahlen an. Ja, unser Zauberer, ne? Den hätte ich noch fieser casten lassen können. Hätte mich da stundenlang in die Ecke stellen können. Hätte die ganze Zeit so circa eine halbe Stunde casten. Aber Leute, ich finde es zu öde. Es ist sehr schwer, so wird es ein kleiner Legendär-Modus, in dem ich da immer reinrasche. Teilweise die Verluste sind völlig hanebüchen. Die da unten, die links unten da, diese Tempelwächter, die haben da oben gegen die Schleuderer komplett abgeschlafft. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los war. Die hatten wirklich keine Ahnung. Wohl stark Kopfweh gehabt oder so, dass sie so schlecht gekämpft haben. Krass, ey. Aber die fand ich cool, die Anführer. Die sind da voll reingestürmt, ne, haben voll viele Skarben mitgenommen. Aber, ganz ehrlich, gewonnen hat Raoul. Ist ja auch voll die üble Nummer. Och, die haben noch ein bisschen gejammert, die Skaven, aber jetzt sind sie platt. Ein Verwalter, Bewegungsreichweite auf der Cambion in den Rekrutierungskosten, super. So, heilige Wachen. Nochmal. Siedlungsverbesserungen. Ich habe euch versprochen, dass es Schlachten gibt. In der Folge gab es immerhin mal zwei. Ne? Also, muss man einfach mal so sagen. Anders. Nicht immer auf das Erstbeste draufhüpfen, was euch die KI vorschlägt. Ne? Das ist einfach...
Da müsst ihr echt vorsichtig sein. So, das haben wir jetzt einiges verbessert. Das ist gut, okay. Ich sehe halt... Da. Da ist was, was sich noch halbwegs lohnt. Ja, komm, das steigert ja auch das Einkommen hier. Dann hätte ich noch so Popelgebäude, die ich noch irgendwo errichten könnte. Theotika und Teufelsnacken. Ich überlege tatsächlich in Theotika, obwohl es so weit weg ist. Nee, das bringt eigentlich gar nichts, meine Überlegungen, die ich da habe. Das hat keinen Sinn. Okay. Der Rest hat und muss nochmal. Dann, wie viel hat denn eigentlich... 2.400. Dann sollte ich noch mal sparen. Warte ich noch mit dem Zusammenlegen und mache das beim nächsten Mal. So sieht es aus. Also ich habe hier halt einfach vor, noch mal das legendäre Regiment zu holen. Oh, da ist jemand zurückgekehrt. Hat keine Chance gegen uns, obwohl wir so geschwächt sind. Also, sorry, dass es keine Questschlacht gab. Aber ich muss die endgültig fertig machen. Ich habe jetzt hier wirklich tatsächlich zwei Ruinen. Jetzt geht's noch Eckrund an den Kragen. Ja, also da würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg, den Clan Eschen endlich von der Karte zu bekommen. Krass finde ich, dass hier die Wildorks besiegt worden sind. Ja, aber das kann schon vorkommen, ja, aus Grund, ja, wie es halt jetzt mittlerweile auf der Karte so gestaltet ist, ne. Ja, aber Wildochs macht man normalerweise nicht so schnell platt. Aber ist jetzt auch wurscht. Lange Rede, schwacher Sinn. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Sternenreise und bis zum nächsten Mal. Euer Bencake28.